Guck doch mal, wie süß die sind. Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mordvorstellung. Ja, es ist wirklich passiert. Ich habe mich mal wieder hingesetzt und habe mir gedacht, komm, jetzt machst du mal wieder was. Bringst du mal wieder eine Mordvorstellung. Und zwar habe ich heute eine echt coole Mod. Also wir sehen sie eigentlich schon hier direkt vor uns. Das ist eigentlich alles, was dazu kommt, und zwar die Blocklinks Mod. Genau, was ist die Blocklinks Mod? Die Blocklinks Mod ist eine Mod, die diese kleinen süßen Viecher hier hinzufügt, die überall im Plains-Biom einfach so random spawnen. Nicht allzu häufig, aber trotzdem so, dass man sie findet, wenn man ins Plains-Biom reingeht. Also, man sieht echt teilweise ziemlich viele davon. Hier, die habe nicht ich gesetzt, sondern die sind alle von ganz alleine gespawnt. Und diese Blocklinks, das sind kleine Tierchen, die wir zähmen können. Und zwar mit jeder Art von Blumen. Hier, eine Blume reicht schon, so, wenn wir ihm noch keinen Schaden gemacht haben, oder? Reicht eine Blume? Ja, eine Blume reicht. So, und jetzt ist das unser Haustier und der folgt uns wie halt so ein Hund. Also wie Hunde das auch machen würden, ist jetzt eben dieser Blockling da. Man kann auch mehrere davon haben. Und ja, man kann die mit jeder beliebigen Art von Blume füttern und dann werden die schon... Dann sind das die eigenen Haustiere. Ja, das ist aber noch nicht alles, was die Mod drauf hat. Denn diese Blocklings, die beschützen uns jetzt. Das sind sozusagen kleine Beschützerchen für uns. Ich kann jetzt ja, normal ist schon. Mach ich mal einfach eine Spinne. Ich glaube, ich spinne. Ahahaha. So, ist sie, da ist sie. Setze ich jetzt einfach mal. So, und wenn wir die jetzt hauen, dann greifen die Blocklings die an. Beziehungsweise fighten mit der. Ja, die haben jetzt noch nicht so viel Schaden gemacht. Aber die haben die Spinne natürlich locker easy vernichtet. Allerdings können wir die noch deutlich verbessern. Und zwar, indem wir Shift-Rechtsklick einmal da drauf machen. Und dann öffnet sich hier so ein Inventar. Und da sehen wir schon, da sind einige Slots, die diese Blocklinks haben. Das hier ist unser Inventar. Also die haben keinen Slot, wo die irgendwas für uns tragen, sondern einfach nur diese Slots. Da können wir die nämlich noch upgraden. By the way, mit einem ganz normalen Rechtsklick mit der Hand, dann können die sich auch hinsetzen. Dann bewegen die sich nicht mehr von der Stelle. Aber um wieder zu den Upgrades zu kommen... Das sind all die Upgrades, die man dem geben kann. Ich werde jetzt nicht die Crafting-Rezepte nochmal alle extra oben einblenden, weil es ist besser, wenn ihr einfach auf die Seite geht und euch das da anguckt oder die Not Enough Items Mod mit installiert und dann einfach mit R euch das Rezept anzeigen lasst. Und da könnt ihr euch dann auch nochmal genau durchlesen, welches Upgrade jetzt was macht. Ich kann euch einfach mal kurz zeigen, wie die im Allgemeinen funktionieren. Gehen wir da hier rein. So, und dann können wir die einfach mit Shift gedrückt halten und dann klicken und dann werden die automatisch an den richtigen Platz getan oder halt einfach dahin tun. Dann funktioniert das auch. Und dann haben die dieses Upgrade. Wir müssen immer mit Tier 1 anfangen, dann Tier 2 und dann Tier 3, weil wenn man die Reihenfolge ändert, dann funktioniert das nicht. So, wenn wir dem erst dieses Upgrade mal geben, dann sehen wir schon, der Blockling, der hat sich verändert. Das ist jetzt ein Diamantblock. Also das heißt, der ist jetzt deutlich resistenter und hat auch 15 Leben. So, wir sehen aber, der hat jetzt nur 5 von 15 Leben, deshalb gebe ich dem jetzt nochmal ein paar Blumen, um den wieder zu heilen. So, jetzt hat er 15 Leben.
Das ist zum Beispiel das Upgrade. Und wir können jetzt jede beliebige Upgrade-Art, die es so gibt, können wir dem jetzt geben. Die werde ich jetzt... So, jetzt hat er zum Beispiel Health Upgrade Tier 4. Das heißt, er hat plus 40 Leben. Wir sehen da, der hat jetzt 55 Leben. Die wir dem jetzt auch nochmal geben können. Also den heilen können. So, der ist jetzt schon deutlich stärker. Wenn wir den jetzt noch im Angriff stärker machen wollen, können wir ihm auch noch ein Schwert in die Hand geben. So, jetzt ist er auch noch bewaffnet. Das heißt, er hat jetzt unglaublich viel Leben schon und macht relativ viel Schaden. So. Also das ist jetzt hier so unser kleiner Beschützer. Wenn man mit dem jetzt irgendwie durch die Welt laufen würde und Monster töten würde, dann würde der immer stärker und immer größer werden. Das kann man allerdings jetzt hier im Creative-Modus auch verschnellern, wenn ich es finden würde. Da, Level Up, das kann man sich nicht craften. Aber das kann man jetzt hier im Creative benutzen, um das zu demonstrieren. So, der steigt jetzt immer weiter in den Leveln, bis er irgendwann diese Größe hier erreicht hat. Diese. So, das ist jetzt ein voll ausgewachsener Blockling. Der kann zwar immer noch weiter leveln. Wir sehen jetzt hier Level 20. Hat 91 von 93 Leben, Schaden und so weiter. Da Level 25. Also das geht jetzt immer so weiter. Der wird halt immer stärker, je mehr XP der bekommt. Ich glaube aber, dass wenn man im Survival-Modus spielt, ist es relativ unmöglich, den auf Level 40 oder so zu bringen, weil da muss man schon echt viele Mobs den töten lassen und da muss man echt lange spielen. Ja, auf jeden Fall ist der jetzt unglaublich stark. Wir können ja jetzt hier nochmal so eine Spinne spawnen, die ist wahrscheinlich mit einem Schlag weg, nehme ich an. Ja, die Spinne, die wird einfach dem Erdboden gleich gemacht. So, wenn wir jetzt irgendwie in irgendwo hingehen, wo wir den Blockling nicht unbedingt brauchen und den nicht einfach da sitzen lassen wollen, dann können wir mit der Blume in der Hand und Shift-Rechtsklick auf den Blockling machen und dann wird der hier gedroppt. So, dann können wir jetzt einfach, haben wir jetzt im Inventar und können den einfach wieder hinsetzen, dann ist der wieder da. Allerdings nur mit 5 Leben wieder. Das heißt, wir müssen den jetzt mit Blumen wieder hochheilen, sobald wir ihn ins Inventar bekommen haben. Das ist halt so der einzige Nachteil. Sobald der Blockling stirbt, kann ich jetzt einmal kurz demonstrieren, dann ist der nicht einfach weg, sondern er wird auch gedroppt. So, also es ist eigentlich nicht schlimm, wenn der stirbt. Also wenn ihr einmal einen habt, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ihr den wieder verliert, würde ich behaupten. Ja, ich würde sagen, das war jetzt eigentlich schon alles. Denn es gibt nichts mehr zu erklären. Findet einfach selbst, also probiert einfach selbst ein bisschen rum mit den einzelnen Upgrades und Verbesserungen von eurem Blockling. Und die Mod ist echt cool. Die ist halt ein cooler, neuer Lebensgefährte, den man in Minecraft hinzugefügt bekommt. Und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Mod verschaffen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann zeigt es mir mit einer negativen Bewertung. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Und ich hoffe, ihr müsst da nicht so lange drauf warten wie auf die hier. Ja, tschüss, ne? Tschüss.